patience, honest, I'd rather be in your heavy rotation than a guest. This paper is story that you tell to your friend. Da bist du ja. Hey, sorry, Bus hatte Verspätung. Na du? Was soll ich machen? Ey, viel wichtiger ist doch, wie war's gestern bei dir noch? Du kannst dich erstmal um die Waffeln kümmern. Die Leute warten schon die ganze Zeit. Okay. Das gleiche Outfit wie gestern? Ja. Und? Was geht eigentlich bei dir, du? Sag mal, hattest du Sex mit ihr? Nein. Es muss doch nicht immer darum gehen. Warte, können wir später darüber reden? Gibt's Teller? Sag ich noch was, ein Konstiger? Der ist irgendwie verschwunden einfach. Keine Ahnung, was mit dem ist. Leute, einmal mit Nutella, Banane und Kirsche, Sahne, Zimt und Zucker, bitte. Und finden, wo ist das Kleingeld? Leute, wo sind die Toppings? Ja, aber erzähl doch mal so, wie war's denn gestern noch? Hast du da geschlafen? Und ist Konsti dann jetzt eifersüchtig? Frag ihn doch selbst, bin ich deine Mom? Boah, ja, entspann dich mal. Ich meine nur, ich krieg von euch immer so Telenovela-Vibes mit eurem Partnertausch. Du bist doch die ganze Partnertausch. Kümmer dich mal um deine eigene Beziehung. Was geht denn bei dir ab? Ich hab doch nur einen Witz gemacht und du wirst gleich beleidigend. Ich sag's nur, wie es ist. Leute, können wir aufhören? Scheiße. Hey, ich bin raus, ich bin krank. Ist dein Scheiß ernst, Ismail? Alter! Entschuldigung. Wollen wir wieder ein paar Kabel werfen? Ist lange her. Wieso jetzt auf einmal? Komm schon. Yeah. Alles fit? Yeah. Yeah. Yo, bei dir? Yeah. 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 Ja, natürlich. City going up. Tell you better bust. When you see a really wanna us, you must feelin' blood. Everybody tough. Wie war's Freitag noch? Ist nice. Und hast du da gepennt? Ja. War mega besoffen, bin im Auto eingepennt. War mega unbequem. Und lief da noch was? Was meinst du? Oh. Ja, also zwischen mir und Lu. Nee. Wir haben nur gechillt. Aber es ist nichts passiert. Ah, cool. Ja, die anderen haben einfach nur wieder so eine fette Story draus gemacht. Ja, ich weiß. Bei mir nervig. Hab noch voll Stress deswegen. Ja. Manche labern dir aber einfach zu viel, kann ich ruhig mal einer sagen. Ja, ich sollte mich trotzdem entschuldigen. Wenn du meinst? Geht's dir gesundheitlich? Es ist schon echt lange her mit Corona, aber irgendwie spüre ich halt echt immer noch. Ich darf es einfach nicht übertreiben, weißt du? Aber ein bisschen geht, oder? Ja, ein bisschen geht immer. Hey.
kennt er dich nicht mehr. Anscheinend. Ich glaube, der ist gerade in irgendeiner Phase. Ich glaube, in dem Alter ist einem einfach alles peinlich. Ja, schon. Aber ich glaube, für Umut bin ich vor allem peinlich. Ist er beim Training eigentlich auch so ein kleiner Arsch? Naja, also ich muss ihn schon manchmal ein bisschen zurechtweisen, ja. Richtig so. Du hast ja auch früher mal Fußball gespielt, oder? Ist lange her. Ich hab dann irgendwann aufgehört, weil es wurde mir zu fußballmäßig halt irgendwie. Ich weiß, was du meinst. Ich musste mir auch ein paar blöde Sprüche anhören, als ich angefangen habe, die Jungs zu trainieren. Aber hey! Hallo! Hui! Na? Hey! Na? Bock auf Booty Shaken? Ja, ich muss zum Training, Leute. Okay. Aber viel Spaß beim Shaken. Ja, auch. Ciao. Tschüssi. Okay, jetzt komm, wir sind schon zu spät dran. Yep. Okay, auf geht's. Okay. Let's go! Also, ich glaube, ich kann heute eigentlich nicht. Warum? Wegen Samstag? Also. Aber Kimi ist voll cool damit. Wirklich, glaub mir, der hat kein Problem. Ich dachte eigentlich auch eher an Zoe. Naja, also ich weiß aus sicherer Quelle, dass du auf jeden Fall noch kommen darfst. Und ich glaube, wenn du einmal mit ihr redest, dann ist auch sicherlich okay. Meinst du? Safe. Siehst du, und ich habe echt Hoffnung, dass es mit dem Auftritt an Silvester was richtig Cooles wird. Was ist das jetzt? Bin ich hier Main Character oder was? Hey, wir sind alle Main Character. Deswegen gehen wir jetzt unseren großen Auftritt haben. Wie lief mit Umut vorhin? Deine Mom stand vor der Tür, als wir nach Hause gekommen sind. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Meinst du nicht, sie versteht das, wenn du mit ihr redest? Nee. Ich hab keinen Bock auf die Gespräche, die dann kommen. Das wird so anstrengend. Okay, verstehe. Und wie ist das jetzt mit Lou? Also, ich habe sie die Woche nicht gesehen, aber ganz chillig seit dem Kurs. Halb eine nice Freundschaft. Cool. Der Tresen sieht schon mega aus. Danke. Bring die Sachen eben rein, willst du mitkommen? Schon okay, ich warte hier. Waren wir nicht auf derselben Schule? Ah, ja, voll. Also, ich bin immer noch da. Cool. Und was machst du jetzt? Ich studiere Regie. Nice. Und nebenbei leite ich hier noch so eine queere Jugendgruppe. Und was geht da so? Ja, wir treffen uns so einmal die Woche, reden über Familie, Freunde. Und manchmal machen wir so Aufklärungen zu speziellen Themen. Transition oder Dysphorie. Dysphorie, das ist so ein Gefühl, was trans und oder non-binäre Menschen haben, wenn sie sich besonders unwohl in ihrem eigenen Körper fühlen. Zum Beispiel, wenn sie falsch gegendert werden. Kannst du einfach mal vorbeikommen, wenn du möchtest. No pressure. Und dich wollte ich sowieso noch was fragen. Ja? Ich frag dich das letzte Mal, aber kannst du vielleicht am Freitag hier auflegen? Du bist unsere einzige Hoffnung. Nee, sorry. Auf anderen Leuten ist das echt nicht so mein Ding. Hä? Das ist doch mega gut. Mach's mal. Wirklich. Und ich meine, du kennst hier quasi jeden. Das ist wie Familie. Gut. Aber nur, wenn du auch kommst. Ja, natürlich komme ich. Ich öffne den Dancefloor. Nice. Dann ist das ja auch geklärt. Dein Set beginnt um 9 und wir sehen uns Freitag. Bis Freitag. Nice! Der erste Gig. Scheiße. Fuck, übermorgen, ey. Ja, wird schon. Ich helf dir. Wir machen gleich eine Tracklist oder so.
Danke. Hey. Hey. Sorry wegen Samstag. Schon vergessen. Wie ist das jetzt zwischen dir und Zoe? Ich hätte mich da echt nicht einmischen sollen. Ist echt okay. Wirklich. War eigentlich ganz gut, dass wir mal geredet haben. Und probierte das jetzt echt aus mit der OB. Braucht jemand einen? Jetzt auch mal an einem Donnerstag starten, oder was? Hey, ja klar. Reicht doch, oder? Es ging eigentlich um Zoe und mich. Wir sind jetzt offen. Aber wir lassen es langsam angehen. Krass, eine offene Beziehung, ja? Hey, fuck, Leute, fuck. Die haben die Scheißpflanze gefunden. Nein, was? Die haben Weedy gefunden? Kein Scheiß. Ja, Alina hat mir gesagt, ich bin checken gegangen, die ist nicht mehr da. Fuck, haben die einen Verdacht? Boah, keine Ahnung, die Pflanze wurde konfisziert und die sagen nichts mehr, weiß ich auch nicht. Locker rauchen die selber weg. Was glaubt ihr, wer für eine Lehrerin das Pothead? Safe Frau Steinberg. Oder soll ich eher sagen, Miss Stoneberg. Stimmt, so verpeilt wie die immer ist. Aber lass sie zurückklauen, oder? Meinst du echt? Hey, ja, na klar. Morgen Planung bei mir und dann durchziehen. Ich bin am Start, aber ich muss danach zu einem Kick von Sascha. Hey, ja, kein Problem. Ist dann die Afterparty. Okay. Geil, Leute. Alles für Weedy. Also, ich würde auch mitkommen, außer ihr müsst mal wieder irgendwie Sachen zu zweit machen. Hä? Ach so, deswegen. Nee, war ja nur ein Kuss so. Also so ein Freundschaftskuss. Ja, ist gut. Jo, ich muss dann auch mal wieder los. Meine Stunde fängt an. Ist mega. Ja, see ya. Robin of the Hoods! Show with a bag for pre-rolls, no fit in the crowd for free hoes. Feel brave as I walk to the stage and I tell them to behave as I put them in a daze. I been bold and I been bad, bitch mad when I give a man whiplash. I consult your bait as a quick cash, sexy walk my way to a big bag. I hit the bank and I cash out, same way I hit the booth and I lash out. No, I ain't have fear for the passion, but it works. Ich hoffe, niemand hat das Fenster zugemacht. Hey, aber ich muss eigentlich gleich zu Sascha. Hä? Kannst du jetzt nicht gehen, es geht doch alles los. Leute, ab hier erstmal bitte ein bisschen Konzentration, ja? Okay, Leute, Mission Free Weenie beginnt! Okay, Leute, es ist noch offen! Yo, you better work that. Gon' bust a nigga down, make a jerk back. Said I told my digits, I'm relentless. I've been flossing front to side to back. Okay, bereit? Let's go. Habt ihr eure Masken? Aufsetzen. Wirklich? Ich glaube, wir in so einem Teenie-Film. Ja, Mann. Gleich klettert noch jemand auf den Kopierer. Oder wird von diesem Abend noch schwanger? Wen traust du es am meisten zu? Ey, Leute! Wie crazy ist es bitte, so ein Rave in der Schule? So unreal. Was ist denn schon bitte real, Digga? Mach mal was Lustiges. Woohoo!
Alter! Was denn? War nur ein Kuss?